So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben mal wieder Post bekommen. Letztens in einem der Streams habe ich gesagt, ich muss mir noch der goldene Handschuh bestellen und das Bierpower-T-Shirt von Naturin. Wer Naturin nicht kennt, gebt mal bei YouTube ein Naturin. Nicht auf anderen Seiten, da seht ihr komische Videos, aber gebt mal bei YouTube Naturin ein. Beziehungsweise vielleicht denke ich sogar diesmal dran, mal jemanden zu verlinken unten mit einem Link zum Kanal, dass ihr wisst, wer Naturin ist, was Naturin macht. Und ansonsten die Leute, die Montag immer bei Chill mit Ramses reingucken, die wissen ja Bierpower und wer Naturin ist. Nee, Naturin schon wieder dran, gell, Adi? Naturin. Okay, wir haben auf jeden Fall was bestellt bei Amazon. Das ist einmal hier dieser. Erstmal den Drogenspürhund ranlassen. Der guckt nämlich, ob das alles passt. Wenn man das jetzt aufmachen müsste, da der goldene Handschuh drin sein. Mein momentaner Lieblingsfilm, weil der einfach so hart, pervers, brutal, verstörend, skrupellos und echt ist, ne? Ihr in eurer Schickimicki-Gesellschaft, ihr wisst ja gar nicht, was da draußen los ist, also guckt euch den goldenen Handschuh an. Ah, der Ari ist auch interessiert. Dann wisst ihr, was abgeht. Aber Vorsicht. It's cool, man. Nee, aber Vorsicht, denn der ist ab 18. So sieht er hier also aus. Erinnert mich trotzdem immer irgendwie an D-Nice vom NR-Battle. Guckt den euch an. Fritz Honka. Fritz Honka. Es ist schlecht so mit diesem. Hier habt ihr auf jeden Fall den Fritz Honka, ne? Der goldene Handschuh, Jonas Dassler ist Fritz Honka, ein Film von Fatih Akin, nach dem Roman von Heinz Struck ab 18. Guckt euch das an, wenn es das als T-Shirt gäbe, würde ich das natürlich auch, ne? So radikal wie grandios, ein Meisterwerk, ein Meisterwerk. Bam. Und dann, man erkennt leider halt nichts, weil die Kamera übelst spiegelt einfach nur und die Folie und der Rest. Das sieht doch schon mal fein aus. Da ist die Brigitte am Start. Kommt, trink einen Schluck. Heute gibt's Kaffee. Komm, wir können alle zusammen einen trinken. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Auf jeden Fall heftiger Film, der ja auch auf einer wahren Geschichte basiert. Es gab ja wirklich in Hamburg 1970 diesen Frauenmörder, der dann in seiner Dachwohnung da die Leute verstaut hat, ne? Und die Griechen, und dass ich hatte, die Griechen waren immer schuld, egal was, die Griechen sind schuld. Und der Film ist so ekelhaft, aber trotzdem so genial gespielt. Und ihr seht also, obwohl es den nicht mehr gibt, den Mann, der ist irgendwo an, ich habe nochmal recherchiert, der war 15 Jahre dann in der Psychiatrie sozusagen, wegen halt Mord und Totschlag und allen möglichen Sachen, war dann in der Psychiatrie, weil der immer unzurechnungsfähig war, weil der so stark alkoholisiert war und ist mittlerweile natürlich auch gestorben aufgrund seines exzessiven Alkoholkonsums und den Schäden, die er davon beigetragen hat. Also hört auf, Alkohol zu trinken, trinkt keinen Alkohol, nur wenn es unbedingt sein muss oder in der geselligen Runde mal ein Bier, ne? Ein Cola-Bier oder ein Weizen, ein Bananenweizen ist schon okay. Aber dreht nicht durch. Der Film sollte euch nicht animieren. Der Film soll euch theoretisch abschrecken. Abschrecken, wie ihr abstürzt, wenn ihr einfach euch so gehen lasst und so drauf seid. Trotzdem fand ich das so radikal. Das habe ich jetzt einmal mit meiner Mutter geguckt. Dann habe ich es einmal mit meinem Cousin geguckt und seiner Freundin. Ich wollte es mit Pupsi unbedingt nochmal gucken, aber Pupsi hat Angst vor dem Film. Die will den gar nicht gucken. Und das Zweite, was wir hier haben, was wir auch noch brauchen, wenn wir schon bei der Turin sind, obwohl wir da gar nicht waren, müssten jetzt hier zwei Sachen sein. Nämlich einmal ein. Das fässt sich aber komisch an, ne? Tun das mal hier oben rein. Jetzt hat der Adi dann eine Bettdecke. Richtig genial. Wir haben hier einmal in der Größe XXL ein Natururin-Tanktop, ja? Das ist also ein halbes Zelt. Seht ihr das? Wie der hier Bierpower macht? Kennt ihr Bierpower? Müssen wir uns angucken, wie es aussieht, wenn man das anzieht, ne? Bierpower, Tanktop in Elefantengröße, in Rot
mit dem Aufsticker Bierpower. Sehr cool. Ist auf jeden Fall leichter Stoff. Fühlt sich jetzt zwar nicht an, als wäre es pervers hochwertig, aber egal. Mir war das scheißegal. Und wenn er einfach nur ein Stück Klopapier nimmt und schreibt Bierpower drauf, hätte ich das auch genommen. Und dann hier einmal Bierpower in einem weißen T-Shirt mit einem weißen Logo, beziehungsweise dieses Negativ-Logo, wo dann Bierpower steht. Und hier seht ihr nochmal an der Laterne. Wenn ich Naturin nicht kennen würde, würde ich denken, Bierpower, das ist ja voll peinlich. Läufst du durch die Stadt, jeder guckt auf deinen Wanst und da steht da Bierpower. Aber, weil keiner weiß, was es ist. Na gut, deswegen ist es ja dann peinlich, wenn man mich damit sieht. Aber trotzdem, weil ich ihn unterstützen wollte, weil ich ihm zeigen wollte, was für ein cooler Dude er ist, habe ich mir extra ein weißes, ich trage ja gerne weiß, so kann ich das vielleicht für die Ramses Kitchen Folgen auch immer anziehen, Bierpower T-Shirt in weiß und Bierpower Tanktop in rot. Und ich würde sagen, wir probieren das mal ganz fix an. Ich mache das einfach so. Wir ziehen mal das Tanktop an, oder? So, Bierpower Tanktop, guckt euch das an, dass die dicken Arme zum Vorschein kommen. Hier Simpsons, alles da, alles zugewuchert. Oh mein Gott, sieht ja aus wie jemand, der im Sozialkaufhaus arbeitet. Und hier eben das Bild drauf, Natururin, Bierpower. Wir können uns auch mal hinstellen, ich weiß nicht, ob man das dann besser sieht. Oder vielleicht hier im Spiegel, Natururin, Bierpower, passt glaube ich dazu. Da noch ein Kasten Bier in der Hand. Hier noch der Adi, nicht? Also wie findet ihr das? Sitzt das gut? Passt das gut? Ich habe glaube ich noch kein rotes Tanktop, deswegen habe ich das extra in der Farbe rot genommen. Die komische Frisur können wir mal hier runterhängen. Ansonsten ist das schön über den ganzen Wanst verteilt, ne? Passt, sitzt, wackelt, hat Luft. Ist schrecklich, dass die XXL mittlerweile schon passt. Früher war ich bei der L. Aber das weiße T-Shirt wollen wir natürlich auch noch anprobieren. Also wenn ich demnächst mal wieder draußen im Sommer unterwegs bin, ne, werde ich meinen Bierpower-Tanktop anziehen, damit rumlaufen, dass das richtig heftig aussieht. Schwarz, weiß, rot. Digga, was ist da los mit der Farbkombination? Ach so, T-Shirt noch anprobieren. Jetzt noch das T-Shirt. So, da haben wir auch das T-Shirt natürlich da. Weißes T-Shirt, sehr edel. Ich liebe natürlich weiße T-Shirts. Schwarz ist okay, im Sommer draußen, zieh die Sonne an, schwitzt besser. Aber gerade wenn ich zu Hause bin und Videos mache, brauche ich eigentlich fast immer weiße Sachen. Wegen der Belichtung, wegen allem, da ist das Bild einfach besser. Oder auch in den Streams. Das heißt, in den Streams werdet ihr mich vielleicht sehen, wie ich ab und zu mal dieses T-Shirt anhabe hier. Mit einer Turin drauf. Bierpower. Oder ich werde versuchen, wenn ich dran denke und es nicht vergesse und es nicht gerade in der Wäsche ist, das vielleicht jetzt immer für die Ramses Kitchen-Folgen anzuziehen. Grüße an der Tourin, super Sache. Ich habe kein Merchandise. Die Leute fragen auch manchmal so, kannst du auch mal so Merchandise machen? Was soll ich da draufschreiben? Ein Bild vom Adi oder was? Und dann Adi Power und alle freuen sich so. Das können wir auch aber nochmal zeigen, wenn wir stehen, wie das aussieht. Hier also das Bierpower-T-Shirt. Das sieht so aus, wenn wir es rumdrehen, sieht das so aus, also zack, hier ist der Nibbel, hier ist der andere Nibbel, hier ist die Ranse, hier ist der Bauchnabel, sieht gut aus, auch XXL, passt, sitzt, wackelt, hat Luft, wunderbar, und hier immer noch der Müll, Adi, hast du wieder nicht aufgeräumt, jetzt reizt mir, bin ich dich erwischt. Nein, Spaß, das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Würdet ihr auch Natururin-Merchandise bestellen? Schreibt's mal in die Kommentare. Oder wer welchen bestellt hat, schreibt's mal rein. Unterstützt den Burschen. Tragt Bierpower. Das muss sein. Hier das Rote nochmal. Finde ich auf jeden Fall genial. Ich hoffe, du freust dich auch. Werde ich anziehen, werde ich in Ehren halten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.